Hi Leute und herzlich willkommen aus Tulum. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt am letzten Standort für unsere Mexiko-Reise angelangt. Und was uns hier erwartet, seht ihr im folgenden Video. Viel Spaß! Das Mystique Tulum Luxury Condos ist ein in die Landschaft eingebetteter Komplex im modernen Stil. Hier erwarten einem schöne Zimmer mit toller Aussicht auf die Landschaft oder in den tollen Innenbereich. Restaurants sowie ein kleiner Supermarkt sind ebenfalls vorhanden. Der Strand ist etwa 3 Kilometer entfernt und auch ein eigener Beachclub gehört zum Resort. Die Straße in der Hotelzone ist alles andere als Urlaubsfeeling. Autos, LKWs, Mopeds, Fahrräder und Menschen drängen sich durch die Straße. Dazu ist es sehr laut und teils auch sehr, sehr dreckig. An den bekannten Instagram-Fotospots stehen die Menschen Schlange, um ein Foto zu bekommen. Wir sind jetzt angekommen hier in der Archaeological Zone in Tulum. Wir schauen uns heute mal die alten Maya-Ruinen an, schauen, was es da alles so zu sehen gibt und kommt mit. Im 13. und 14. Jahrhundert war Tulum eine der größten Städte auf der Halbinsel Yucatan. Das Stadtareal von Zama, wie Tulum damals genannt wurde, war von einer rechteckigen Mauer umschlossen, von der nur mehr wenige Teile erhalten sind. Diese Maya-Stätte wurde auch zur Beobachtung des Sternenhimmels, insbesondere der Venus, errichtet. Der Maya-Kalender wurde an solchen Plätzen erstellt und ständig überprüft. Willkommen am Tulum Beach. Es ist wirklich wie im Paradies. Es ist so, wie man sich Tulum eigentlich vorstellt. Es ist traumhaft, wirklich. Hallo ihr Lieben, guten Morgen hier aus Tulum. Es ist jetzt ein
halb neun Vormittag. Wir sind hier bei der Granzenote. Falls ihr hierher kommen wollt, fahrt unbedingt in der Früh hierher, weil Nachmittag ist hier Katastrophe. Kannst vergessen. Wir wollten eigentlich gestern schon hierher, aber wo wir dann vorbeigefahren sind, der Parkplatz bumm voll war, haben wir gesagt, nö, wir machen das einen anderen Tag und ja, here we go. Die Bezeichnung Cenote geht auf einen Ausdruck in der Sprache der Maya, der mexikanischen Halbinsel Yucatán, zurück und bedeutet heiliger Quell. Diese entstehen in Karstgebieten. Durch die Auflösung des Kalkgesteins bilden sich Höhlen und unterirdische Wasserläufe. Bricht die Decke ein, so entsteht eine Tagesöffnung, eine Cenote. Das glasklare, türkisblaue Wasser ist perfekt zum Schnorcheln und Tauchen. Eine Taucherbrille lohnt sich hier sehr. Die Gesamtlänge aller erforschten Unterwasserhöhlensysteme in Quintana Roo beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand 1085 Kilometer. Wir sind jetzt, glaube ich, 2 Stunden hier in der Gran Cenote. Kurzes Fazit. Das ist die erste Cenote, wo wir Schildkröten gesehen haben. Sogar eine, die Eier gelegt hat. Das hatten wir bei den anderen noch nicht. Preislich kann man sagen, wir haben hier 300 Pesos pro Person bezahlt. Das sind ungefähr 13 Euro. Also ist auch hier ein bisschen auf der teureren Seite. Was man sich im Klaren sein muss, was die Chris auch vorhin schon gesagt hat, speziell bei diesen Cenotes, die relativ nah an einem Tourismus-Spot liegen, die sind halt meistens sehr überfüllt. Das gilt auch hier für die Gran Cenote. Also wenn man nicht direkt um 8 Uhr hier ist, um ein bisschen Ruhe zu haben, dann kann man es eigentlich vergessen. Also jetzt ist kurz nach 10, es ist voll hier. Und dessen muss man sich halt immer bewusst sein, wenn man zu diesen bekannteren Cenotes fährt. Das heißt, wenn man jetzt ein bisschen weiter rausfährt zu den kleineren, dann wird wahrscheinlich speziell unter der Woche nicht so viel los sein, am Wochenende dann schon mehr. Und ja, deswegen für uns zahlt es sich jetzt auch nicht länger aus, hier zu bleiben. Wir werden weiterziehen. Frühstück gab es in einem der wohl bekanntesten Lokale in Tulum, dem Raw Love. Davon gibt es eines am Strand und eines hier in der Stadt, welches wir heute besuchen. Ausgezeichnetes Essen findet man hier in Tulum an jeder Ecke. Preislich gibt es oft große Unterschiede, wobei die Qualität aber überall sehr gut ist. Der Preis richtet sich auch oft nach der Lage des Lokals. Das El Pescador, das ihr hier seht, war eines der höherpreisigen Lokale. Es gibt viele schöne, sehr sehenswerte Plätze in Tulum, wie den Strand oder die Maya-Ruinen. Auch in der Umgebung gibt es viele schöne Dinge zu sehen, wie beispielsweise die diversen Cenotes. Aber es ist auch extrem überlaufen, dreckig und unserer Meinung wird dieser Ort sehr, sehr überbewertet. Es war eine schöne Zeit hier, aber für uns war Tulum am Ende doch eher enttäuschend. Heute ist es soweit, ein Monat Mexiko-Reise geht für uns nun zu Ende. Es geht jetzt dann 21 Stunden zurück nach Dubai und ja, see you soon, wir freuen uns auf euch. Bis bald!